Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Kiste der zahllosen Dinge anzunehmen bei Fenish in Torghast an dieser Position. Normalerweise sollte es immer an der gleichen Stelle sein. Diese Quest bekommt ihr während der Quest die Seele eines Paladins. Ich weiß nicht, ob man auch anders an diese Quest kommt. Ich bin hier noch auf Stock 1. Nehmt diese Quest an. Die Seele eines Paladins gehört zum Questrang Ketten der Herrschaft. Kapitel 8, ein neuer Pfad. Die will ich euch aber nicht zeigen, sondern Kiste der zahllosen Dinge. Bei dieser Quest sollt ihr eine Kiste der zahllosen Dinge zum Runenmetz zwingen. Alles klar. Jetzt müsst ihr aber nicht die Quest abwächen oder sonstiges, sondern einfach weiterspielen. Die Quest, was ihr gerade macht. Und dann, sobald ich beim Verlassen von Torghast bin, werde ich mich wieder bei euch melden. Ja, ich habe den Satz wieder falsch angefangen. Ich werde jetzt eine kurze Unterbrechung machen, werde diese Quest weiterspielen, also die Seele eines Paladins. Und sobald ich am Verlassen bin von Torghast, werde ich mich wieder bei euch melden, damit ihr seht, wo diese Quest abzugeben ist, ob man nach Kordia muss oder in Torghast zum Runenmetz, weil in Kordia ist ja theoretisch der Runenmetz auch vertreten. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Bis gleich. Da bin ich schon wieder. Diese Quest ist abgehakt, aber wie gesagt, es geht nicht um die Quest, sondern um Kiste der zahllosen Dinge. Ich glaube, wenn ihr hier hinausgeht, landet ihr in Kordia. Ihr könntet euch auch nach Ovibos porten und von dort nochmal in den Schlund springen. Vollkommen egal wie. Ich habe hier verlassen. Und man landet nicht in Kordia, sondern in Torghast selbst. Also ihr seht, durch das Portal gehen. Scheint gut zu sein. Ja. Portal verlassen und nicht nach Ovibos porten. Das wäre ein bisschen, ja, nicht ganz falsch, denn man kann ja wieder in den Schlund hüpfen. Und dann gehe ich zu Oblet des Runenmetzes. Der hat das Fragezeichen. Sehr cool. Quest ist dann abzugeben beim Runenmetz. In die Oblet des Runenmetzes. An dieser Position, beziehungsweise in diesem Gebiet. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung den Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir uns mal live. iZocke, Ende.